Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Wie ihr seht, habe ich hier eine Powerstation wieder mal auf dem Tisch. Das wird wohl eine der letzten Powerstationen sein, die ich hier auf diesem Kanal teste. Ich hatte aber dem Hersteller damals, oder man sagen letztes Jahr im Sommer zugesagt, dass ich mir dieses Gerät auch noch mal näher anschauen will. Allerdings hat sich hier der Verkaufsstart sehr stark nach hinten gezogen. Jetzt sind wir im Jahr 2024 und ich habe jetzt hier ein Testgerät stehen. Wie ihr seht, das Gerät an sich ist ziemlich stark mitgenommen, was also bedeutet, dieses Gerät ist wirklich nur ein Prototypgerät, ein Gerät, was quasi unter den Testern durchgereicht wird. Und ich habe es jetzt hier auch mal bekommen, um mir das Gerät anzuschauen. Wichtig, was haben wir hier für einen Hersteller? Hier handelt es sich um Oskal oder vielleicht auch bei euch bekannter unter dem Namen Blackview. Das ist eigentlich ein Hersteller. Dieser ist mit elektrischen Geräten, hauptsächlich Smartphones, bekannt geworden und hat dementsprechend sehr viele outdoorfähige Smartphones auf den Markt gebracht, energieleistungsstarke Smartphones, Smartphones, die äußerst robust sind, auf den Markt gebracht. Dieser Hersteller möchte nun auch eine Powerstation auf den Markt bringen und möchte hier die Erfahrungen aus dem Smartphone auf diese Powerstation übertragen und hat hier dann dementsprechend, ich kann es euch ja mal zeigen, und wie ihr seht, hat hier der Hersteller eine ziemlich robuste Powerstation auf den Markt gebracht. Ich habe mir mal die wichtigsten Stichpunkte herausgeschrieben. Wie gesagt, das ist ein Prototyp. Deswegen habe ich mir die Stichpunkte jetzt mal aus den aktuellen Zahlen herausgeschrieben. Wir haben jetzt hier eine Powerstation mit dem Gewicht von ca. 37,7 Kilo. Ihr seht, die Powerstation ist schon ziemlich groß. Also dementsprechend ist das auch schon ein ordentliches Gewicht. Dementsprechend bringt aber die Powerstation auch ordentlich Power mit. Diese Powerstation hat aber eine Besonderheit neben den Standard-Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien, die natürlich hier verbaut sind, Akkus, die hier verbaut sind mit ca. 3500 Lebenszyklen, verspricht dieser Hersteller mit dieser Powerstation einen höheren Temperaturbereich abzudecken. Ich habe es mir hier mal aufgeschrieben. Der Ladetemperaturbereich, der ist noch normal. Wir haben hier von 0 Grad bis 50 Grad Celsius einen Ladetemperaturbereich. Allerdings der Endladetemperaturbereich dürfte interessant sein. Dieser liegt hier bei minus 20 bis 55 Grad plus. Das ist dann doch schon eine Hausnummer für sich. Dann ganz wichtig, wir haben hier einen Generator, der auch auf vielen Wegen aufgeladen werden kann, sei es durch Solarladung, Windkraft oder Wasserkraftwerke, über euer Stromnetz, DC-seitig und so weiter. Das funktioniert hier natürlich alles problemlos. Wir haben auch von diesem Hersteller 3 Jahre Garantie. Das ist auch eine Besonderheit, gerade bei Powerstationen. Hier ist sowieso immer die Frage von vielen meiner Zuschauer, wie sieht es denn mit der Garantie aus? Denn viele andere Hersteller geben hier nur 1 Jahr Garantie. Da seid ihr mit 3 Jahren doch schon recht gut bedient. Was ist jetzt hier so besonders an dieser Powerstation? Diese Powerstation ist untereinander vernetzbar. Das heißt, wir können hier diese Powerstation erweitern. Wir haben hier eine ungefähre Kapazität von 3600 Wattstunden. Und hier, diese Powerstation kann so weitestgehend erweitert werden, dass wir bis zu 57.600 Wattstunden haben. Das ist dann doch schon eine ganz schöne Menge. Das heißt, ihr könnt 15 dieser Batteriepacks miteinander verbinden. Dafür haben wir hier einen Verbindungsanschluss, den zeige ich euch nachher noch. Und da können wir diese nebeneinander verbinden oder auch in einer Reihe übereinander stapeln. Das ist natürlich auch möglich. Wenn irgendjemand ein gigantisches System aufbauen will, ist das hiermit möglich. Die wichtigsten Daten tue ich euch einfach mal hier einblenden. Eine Besonderheit ist hier auch noch die IP-Zertifizierung. Hier dieses Gerät ist IP21 zertifiziert und 0,8 Meter sturzsicher. Das ist natürlich bei dieser Größe auch schon mal eine ordentliche Hausnummer. Den Lieferumfang kann ich euch leider nicht zeigen, da ich nur das Gerät bekommen habe. Die Kabel waren jetzt hier bei meinem Testmodell nicht mehr vorhanden. Das ist wahrscheinlich bei den anderen Testern ja verloren gegangen, aber das ist nicht schlimm. Das können wir jetzt hier auch erstmal ersetzen und ich werde mal einige Standardtests hier durchfahren. Beginnen wir als erstes einfach mal mit der wichtigsten Funktion bei gerade derartig großen Powerstationen. Das ist die Notstromfunktion, die USV-Funktion. Das ist ja eigentlich die Hauptfunktion von derartigen großen Powerstationen. Diese möchte man ja nehmen, um irgendwelche Geräte im Haus daran anzuschließen und diese dann dementsprechend im Backup-Fall
weiter zu betreiben, Kühlschränke oder was auch immer. Hier haben wir eine Powerstation mit dementsprechend einen verbauten Wechselrichter, der bis zu 3600 Watt hier über diese Schokosteckdosen ausgeben kann. Was allerdings bei vielen anderen Herstellern teilweise hier schon problematisch war, war bei der USV-Funktion zum einen die Umschaltzeit. Hier haben wir ca. 5 bis 8 Millisekunden Umschaltzeit. Das ist schon ziemlich kurz. Und ganz wichtig, was mich auch interessiert, bei vielen Herstellern wird hier immer der Schutzleiter nicht durchgegeben bei der Umschaltung. Das möchte ich hier bei euch gleich mal oder hier mit euch gleich mal testen, ob das der Fall ist, denn das ist eine sehr wichtige Funktion, besonders für mich und besonders wenn man dann dementsprechende Geräte hier dahinter anschließt und dort drauf eventuell irgendein Fehler entsteht, auf dem Gehäuse plötzlich Energie ist, Strom ist und das muss ja dann in den Schutzleiter abgeleitet werden. Und wenn die Powerstation mit dem Netz verbunden ist, kann das hier über den Schutzleiter in das Netz abfließen und ist natürlich für euch existenziell wichtig und das ist eine sehr wichtige Funktion, die eigentlich nicht fehlen sollte. Das schauen wir gleich mal. Ich schalte dafür jetzt erstmal die Powerstation komplett aus. Wie ihr seht, ist die Powerstation ausgeschaltet und ich habe sie hier jetzt noch nicht mit dem Netz verbunden. Das ist nämlich auch immer so ein Knackpunkt. Gerade wenn die Powerstation oder der Wechselrichter der Powerstation ausgeschaltet ist, ist meistens die Schutzfunktion auch bei vielen Geräten nicht mehr gewährleistet. Das will ich jetzt hier einfach mal testen. Wir gehen jetzt hier an den Schutzkontakt, haben hier eine Durchgangsmessung und messen jetzt hier einfach mal auf diesen Schutzkontakt der Steckdose und wir sehen, wir haben hier einen Durchgang. Das heißt, selbst wenn die, ja, wenn die Anlage ausgeschaltet ist, haben wir hier dementsprechend einen ordentlichen Durchgang und somit wird der Schutzleiter ordnungsgemäß, hier drüben habe ich glaube ich nicht richtig gemessen, ja, durchgegeben und die Schutzfunktion ist selbst im ausgeschalteten Zustand gewährleistet. Jetzt schalten wir das Gerät ein. Hier ist es wichtig, wenn wir das Gerät jetzt einschalten, dass beim Einschalten diese Schutzfunktion nicht unterbrochen wird. Ihr seht, die Schutzfunktion läuft. Ich schalte den Wechselrichter ein und ihr seht, hier wird nichts ein- oder ausgeschaltet. Das heißt, die Schutzfunktion besteht weiterhin. Ein weiterer wichtiger Punkt, den ich gerade bei vielen Powerstationen immer wieder sehe, ist das Problem mit der Solarladung. Viele Powerstationen, ich hatte es euch ja schon in anderen Videos erklärt, wenn diese ausgeschaltet sind oder über Nacht halt keine Solarladung kommt und am nächsten Tag sollen die Powerstationen wieder anfangen zu arbeiten, fangen merkwürdig an zu klicken und das für Minuten, teilweise für Stunden, bis eine ausreichende Spannung oder eine ausreichende Leistung an der Solarleitung oder am Solarkabel anliegt, sodass sie starten können. Das ist extrem nervig und sollte eigentlich bei einer hochwertigen Powerstation nicht der Fall sein. Hier muss die Elektronik so gestaltet sein, dass das eben nicht passiert. Hier gibt es zwei Szenarien. Zum einen weckt sich die Powerstation selber auf oder nicht. Wer was nun lieber mag, überlasse ich euch. Ich bin eigentlich ein Fan, wenn ich die Powerstation ausgeschaltet habe, soll sie auch ausbleiben und nicht von selbst starten. Aber das könnt ihr selber entscheiden. Jetzt schauen wir erstmal. Ich habe die Powerstation ausgeschaltet und wir haben hier 20 Volt anliegen. Das gebe ich jetzt einfach mal hier durch auf die Powerstation. Ihr seht, es hat zwar mal kurz gepiept, aber die Powerstation startet nicht von selbst. Jetzt fahren wir die Spannung einfach mal hoch auf, sagen wir einfach mal, so viel wie hier halt möglich ist. Und auch hier seht ihr, startet die Powerstation nicht von selbst. Um euch einfach mal ein paar Daten mitzugeben, die Powerstation kann natürlich DC-seitig über PKW mit maximal 120 Watt geladen werden und über PV, hier in diesem Fall mit diesem Testgerät, mit 1600 Watt maximal geladen werden. Der Spannungsbereich liegt hier von 11 Volt bis 150 Volt, also könnt ihr hier doch schon ganz schön was dranhängen. Jetzt schauen wir mal an, was passiert, wenn nun die Powerstation an ist und wir langsam hier Energie auf die Powerstation geben. Wie verhält sie sich? Klickt sie? Macht sie irgendwelche nervigen Geräusche beim Starten oder läuft das alles sauber ab? Dazu setze ich das jetzt hier wieder zurück. Wir gehen mal bei der Spannung deutlich unter 10 Volt. Das heißt, wir starten die Powerstation. Und hier habe ich das Gerät auf 9 Volt, 1 Ampere eingestellt. Jetzt fahren wir langsam mal die Spannung hoch. Das heißt, wir lassen das Gerät starten. Es läuft. Verbinden hier unseren Power Switch, haben jetzt 9 Volt, 1 Ampere und wir sehen, hier passiert gar nichts. Jetzt schauen wir mal, jetzt fahren wir mal die Energie hoch. Wir bleiben bei 1 Ampere und gehen mit der Spannung leicht nach oben. Wir sind jetzt hier bei 10 Volt. Nichts passiert.
Jetzt sind wir bei 11 Volt. Nichts passiert. Jetzt gehen wir auf 12 Volt. Und ihr habt ein kleines Klicken vernommen. Die Powerstation hat registriert, dass jetzt hier Energie von außen kommt. Aber hier scheint im Moment noch nichts zu passieren. Wir warten jetzt mal einen kleinen Moment. Nein, das scheint noch nicht auszureichen. Wir gehen mal mit der Spannung noch mal etwas höher. Einfach mal auf 16 Volt. Und jetzt hat die Elektronik gemerkt, es liegt genug Spannung an, um hier zu arbeiten. Und ihr seht, die Powerstation hat eingeschaltet und fängt jetzt hier an mit ca. 8 bis 14 Watt zu laden. Ihr seht, das Ganze ist auch nicht sehr besonders schnell vonstatten gegangen. Das heißt, die Elektronik hat immer erst die Spannung, die Leitung hier geprüft, die anliegenden Ressourcen quasi geprüft, die zur Verfügung stehen, und hat dann erst durchgeschaltet, was natürlich bedeutet, wir haben kein nerviges Klicken beim Einschalten und somit könnten wir quasi die Powerstation im eingeschalteten Zustand an den Solarpanelen lassen und somit dann dementsprechend hier aufladen lassen, ohne ein nerviges Klicken. Was allerdings ich jetzt nicht beantworten kann, ist die Tatsache, schaltet sich die Powerstation bei Nichtverwendung selber ab? Wenn das natürlich der Fall ist, ist es natürlich so, dass ihr dann am nächsten Morgen erst die Powerstation wieder einschalten müsst. Wie gesagt, ich habe hier einen Prototyp, kann das leider nicht beantworten. Dann kommen wir zu einem weiteren Test. Im nächsten Test kommen wir zur reinen Sinuswelle. Das ist auch mal so ein Knackpunkt. Viele Powerstationen bieten diese schon an. Die ist natürlich wichtig, wenn ihr feine Elektronik anschließt, Laptops, Smartphones, was auch immer, sodass diese Geräte nicht beschädigt werden können. Viele alte Powerstationen haben hier eine modifizierte Sinuswelle genommen oder angeboten. Die neueren haben eine reine Sinuswelle. Hier gibt es aber gerne mal Probleme, besonders bei höheren Abnahmemengen, dass hier die Sinuswelle, die Sinuskurve etwas einbricht oder Probleme macht oder die Spannung sehr stark einbricht. Das möchten wir hier gleich mal testen. Vor allen Dingen, da ja diese Powerstation bis zu 3600 Watt an Leistung ausgeben kann. Mal schauen, was hier passiert. Wie ihr seht, habe ich hier mal einen kleinen Testaufbau erstellt. Ihr seht hier mein kleines Messgerät. Ihr seht, wir haben im Moment um die 222 Volt. Das wäre top okay. Hiermit kann man ohne Probleme arbeiten. Wir haben hier zwei Großverbraucher, einen mit 2500 Watt Spitze und einen mit 2000 Watt Spitze, wobei der hier auch bis 2600 Watt rauspieken kann. Jetzt möchte ich mal schauen, was passiert, wenn ich hier jetzt das Gerät einschalte. Erstmal mit einer geringeren Abnahme. Ihr seht, hier bleibt alles schön stabil, die Spannung bleibt stabil, die 50 Hertz bleiben circa stabil, alles top. Jetzt schalten wir hier mal auf etwas mehr Leistungsabnahme. Ihr seht auch hier, die Sinuswelle ist weiterhin stabil. Wir sehen, dass jetzt hier die Abnahme steigt. Wir haben jetzt hier circa 2600, fast sogar 2700 Watt Abnahme. Alles ist stabil. Jetzt schalten wir hier noch einen zweiten Verbraucher mit zu. Auch mit etwas weniger Leistung erstmal, sodass wir an die 3000 Watt heranfahren. Jetzt überschreiten wir sie deutlich, sind bei 3500 Watt. Das dürfte auch schon fast an der Endgrenze des Gerätes angekommen sein. Auch hier sehen wir, die Spannung ist noch relativ gut dabei mit 219 Volt. 50 Hertz, Server, reine Sinuswelle, alles okay. Und jetzt überlasten wir die ganze Geschichte, mal sehen, was da passiert. Das heißt, wir schalten jetzt deutlich über die 3600 Watt, die der Hersteller angibt. Und ihr seht, hier kommt gleich eine Warnung. Trotz alledem bleibt hier alles schön stabil. Jetzt sind wir bei 4300 Watt. Und das war's. Jetzt hat die Powerstation abgeschaltet. Notabschaltung, so soll es auch sein, bevor hier drin irgendwas überlastet wird. Ja, damit war der Test eigentlich erfolgreich. Um nun das Gerät zurückzusetzen, schaltet ihr die Verbraucher einfach aus. Schaltet den Wechseldichter aus. Schaltet ihn neu ein und somit kann das System wieder laufen. Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz nach der USV-Funktion schauen, wie sieht diese aus, wie stabil ist diese. Wir sehen jetzt hier mein kleines Messgerät, dieses ist recht empfindlich. Wenn ich hier beim Umschalten größere Zeiträume habe, bricht hier die Sinuskurve für einen kurzen Moment ein. Das würde man dann sehen, mal schauen, ob wir auch wirklich eine schnelle Umschaltung haben, besonders auch bei größeren Lasten. Das heißt, wir schalten wieder etwas über 2000 Watt Abnahme hier drauf, indem wir hier dieses Gerät einschalten.
Wir sehen, wir haben jetzt hier wieder 2600 bis 2700 Watt Abnahme. Und jetzt nutzen wir die USV-Funktion, indem ich einfach hier mal den Stecker reinstecke und schaue, wie lange das Umschalten auf das Stromnetz dauert. Wir haben hier keinerlei Einbrüche bei dem Lüfter bis jetzt gehört oder gesehen. Die Welle war auch jetzt sehr stabil. Wir haben umgeschaltet auf die USV-Funktion, nehmen jetzt quasi die Energie aus dem Netz und sehen sogar, dass währenddessen die USV-Funktion genutzt wird, das Gerät auch noch mit 82 Watt aufgeladen werden kann. Das heißt, eine merkliche Umschaltung konnte ich nicht feststellen. Das heißt, für die normalen PCs, Laptops oder andere Geräte würde das alles problemlos funktionieren, sodass wir hier quasi die Geräte weiterlaufen lassen können, wenn wir hier zwischen Netz und Batteriebetrieb umschalten. Ein weiterer Punkt, den ich wahrscheinlich noch nicht gut testen kann, ist der Lüfter, da wir hier einen Prototyp haben. Hier halte ich es euch in die Kamera. Und ihr seht, der Lüfter macht unter Volldampf ca. 55 dB. Das ist nicht gerade leise, aber im Großen und Ganzen noch erträglich. Und für derartige Powerstationen geht das noch in Ordnung. Wer natürlich diese Powerstation direkt im Wohnzimmer neben dem TV-Gerät stehen hat, wird das nicht als schön empfinden. Aber wie gesagt, das hier ist noch ein Testgerät. Hier weiß ich nicht, ob dieser Test dementsprechend korrekt ist. So, das waren damit die Tests, die ich hiermit durchfahren konnte. Wichtig, für diese Powerstation wird es auch eine App geben. Wahrscheinlich, wenn ihr das Video schaut, ist diese schon verfügbar. Ich habe hier einige Screenshots von der App. Leider konnte ich diese Powerstation mit der App hier noch nicht verbinden. Aber ihr könnt die Powerstation über Bluetooth sowie auch über WLAN dann dementsprechend ansteuern. Natürlich dann wahrscheinlich auch über Smart Home fähige oder als Smart Home fähiges System auch von außen steuern. Hierfür muss dann Bluetooth und WLAN eingeschaltet aktiviert werden und ihr müsst euch mit der dementsprechenden App verbinden. Ich zeige euch einfach mal schnell ein paar Screenshots der App. Beginnen wir einfach mit dem ersten Screenshot. Hier seht ihr, dass die App verbunden werden kann. Ihr seht, dass wir hier eine obere Ladegrenze und eine untere Ladegrenze einstellen können. Das ist natürlich sehr schön. So können wir begrenzen, wie voll wir die Powerstation laden wollen oder wie stark wir sie leerziehen wollen. Ich mag besonders die obere Ladegrenze. Wenn ich die Powerstation dauerhaft in Benutzung habe, stelle ich hier meistens um die 80% ein. So lebt der Akku deutlich länger. Was natürlich auch möglich ist, wir können auch hier die Ladegeschwindigkeit ändern. Wie weit genau, das ist mir noch nicht bekannt. Wir können aber langsames Aufladen, schnelles Aufladen einstellen und können auch hier einige Wattstufen dementsprechend einstellen. So könnt ihr einstellen, wie schnell die Powerstation geladen werden kann. Wir haben natürlich noch weitere Einstellungen und weitere Möglichkeiten, zum Beispiel auch das Steuern der Lampe. Vorne an der Powerstation ist eine Lampe verbaut. Diese kann zwischen diesen Einstellmodis hin und her geschaltet werden. Das könnt ihr natürlich auch am Gerät durchführen. Hier seht ihr nochmal eine direkte Ansicht des Hauptmenüs. So sieht das Hauptmenü aus. So seht ihr alle wichtigen Werte und könnt alle wichtigen Schalter hierüber auch direkt steuern. So, damit bin ich auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ein wichtiger Hinweis, dieses Testgerät wurde mir netterweise zum Testen und Ausprobieren vom Hersteller zur Verfügung gestellt, ausgeliehen, wird dann wieder hier zurückgeschickt. Deswegen wird dieses Video aber auch als Werbevideo gekennzeichnet. Bezugsquellen zu dieser Powerstation, im Moment ist sie noch nicht erhältlich, sie ist noch auf Indigo, aber wenn ihr euch für die Powerstation interessiert, werde ich euch einfach mal die aktuellen Bezugsquellen unten in der Videobeschreibung verlinken. So, das war's dann auch. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch natürlich um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert hier einfach meinen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Ich sage mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.